Mein Name ist Manuel Blechschmidt und in diesem Video möchte ich zeigen, was wir davon haben, dass wir alle zu Hause geblieben sind. Als erstes möchte ich ein kurzes Projekt vorstellen, was auch auf dem Wir vs. Virus Hackathon erstellt wurde, und zwar Everyone Counts. Was macht Everyone Counts? Everyone Counts stellt verschiedene Metriken aus verschiedenen Quellen auf einer Deutschlandkarte dar, die zeigen sollen, wie erfolgreich bestimmte Bundesländer oder Landkreise die Social Distancing Maßnahmen umgesetzt haben. Aktuell sieht man auf dieser Karte die Bundesländer, und die Datenquelle, die man aktuell sieht, sind die Menschen an den Haltestellen des ÖPNVs. Und das ist eine Prozentzahl, wie man hier unten sieht, die anzeigt, wie hoch die Aktivität aktuell ist. 100% wäre die normale Aktivität ohne Covid-19 oder ohne Corona. Und 0 ist eine verringerte Aktivität und Rot ist eine hohe Aktivität. Also je dunkelgrüner, desto besser. Also wenn wir jetzt zum Beispiel hier über Brandenburg drüber hovern, sehen wir, dass in Brandenburg die Aktivität, ich glaube am 4.4. ist es, genau am 4.4., also zwei Tage, müsste der Samstag gewesen sein, der 4.4., an dem Tag hatte Brandenburg 57,3%, aber wenn man zum Beispiel über Berlin hovert, sieht man in Berlin nur 15,6%. Man kann ja auch noch andere Datenquellen auswählen. Das, was ich vor allen Dingen jetzt verwende in meinen Analysen, ist Fußgänger in Innenstädten. Da gibt es einen Dienstleister, der nennt sich High Street. Und dieser Dienstleister hat verschiedene Mechanismen, um Leute in den Innenstädten zu zählen. Also was ich jetzt hier zum Beispiel sehe, ist, wenn ich jetzt über Berlin hover, sehe ich, dass nur 16,2% der typischen Menschen in Berlin waren. Oder wenn ich auf Mecklenburg-Vorpommern gehe, dann nur 11,4. Oder zum Beispiel in Hamburg nur 6,7. Also man sieht hier halt ganz klar, dass die Aktivität zu Corona-Zeiten massiv in Deutschland abgenommen hat. Was ich jetzt auch machen kann, ist, ich kann zum Beispiel hier sagen, ich möchte ein Bundesland haben, und dann kann ich mir unten den zeitlichen Verlauf ansehen. Nehmen wir mal einen Landkreis. Also in dem konkreten Fall möchte ich mal Berlin zeigen. Und zwar nehmen wir jetzt hier Berlin. Berlin. Und jetzt warten wir kurz, und jetzt sieht man, dass in Berlin gab es so bis zum 7. März gab es recht normale Aktivität. Dann gab es irgendwann die Schulschließungen, und dann gab es irgendwann die Ausgangssperre, die so ungefähr um den, ich glaube, 23. März müsste das ungefähr gewesen sein, oder 24. März, auf jeden Fall keine Ausgangssperre, sondern das Kontaktverbot. Und nach dem Kontaktverbot hat sich insgesamt die Anzahl der Leute in Berlin, die in den Innenstädten unterwegs waren, halt auf ein Niveau zwischen 10% und 20% zurückgezogen. Das können wir uns auch nochmal zum Beispiel mal für Hamburg angucken. Hamburg. Und hier sehen wir noch einen stärkeren Effekt. Also hier ist es nicht nur zwischen 10% und 20%, sondern hier ist teilweise sogar unter 10%. Also wir sehen auf jeden Fall, dass diese Social Distancing-Maßnahmen sich sehr gut messen lassen und dass wir jetzt ganz klar sehen, okay, es ist stark zurückgegangen. Die große Frage, die ich mir jetzt gestellt habe, ist es zwar schön, dass wir alle zu Hause bleiben und dass niemand in den Innenstädten ist, kann man das aber auch an den Corona-Fallzahlen sehen? Und was ich dafür gemacht habe, ist, ich habe bei Kaggle ein Notebook angelegt. Kaggle ist eine weltweite Plattform, wo verschiedenste Datenanalysten sich zusammentun, und typischerweise arbeiten sie an Wettbewerben. Also sagen wir, ich bin zum Beispiel die Allianz, und ich habe jetzt sehr viele Daten, und ich bin die Allianzversicherung, und ich möchte wissen, wie kann ich Autounfälle verhindern. Weil wenn ein Autounfall ist, dann muss ich Geld bezahlen, und als Allianz wäre es sehr praktisch, wenn ich halt wissen würde, wie ich Autounfälle verhindere. Und was die Allianz dann machen könnte, ist, sie könnte anonymisiert ihre ganzen Autounfälle hier bei Kaggle hochladen, und dann würden mehrere hundert Datenanalysten versuchen, aus diesen Daten herauszufinden, wie man Autounfälle verhindern kann. Im konkreten Fall gibt es hier auf Kaggle aktuell drei verschiedene Challenges rund um Covid-19. Einer ist das COVD-19, und zwar da geht es darum, dass man verschiedenste wissenschaftliche Paper durchforstet und diese Paper dann nach gewissen Dingen, also zum Beispiel nach Inkubationszeiten und ähnliches, durchforstet. Und das kann ich auch mal kurz zeigen, weil
In einem Bereich ist es so, dass ich diese Sachen verwende. Und zwar gibt es Kaggle.com Covid-19 Contributions. Und hier auf dieser Seite stehen die verschiedenen Dinge, die die Kaggle-Community momentan über Covid-19 rausgefunden hat. Also hier gibt es zum Beispiel, das ist immer ein wissenschaftliches Paper, dann bestimmte Zahlen und hinten auch nochmal ein paar Daten dazu. Hier geht es zum Beispiel um Risikofaktoren. Also Hypertension ist zum Beispiel Bluthochdruck. Und hier sieht man, dass Bluthochdruck wirklich ein Risikofaktor ist. Hier hinten sieht man zum Beispiel, wie viele Leute an den Studien teilgenommen haben. Und hier sieht man die Studien, die kann man sich runterladen. Dann hier geht es um Diabetes. Diabetes ist auch durchaus ein Risikofaktor. Herzkrankheiten. Dann Rauchen. Bei Rauchen ist man sich, meine ich, noch nicht so sicher, ob Rauchen wirklich ein Problem ist. Aber das könnt ihr, also hier würde ich halt einfach empfehlen, ein paar Papers zu lesen. Und was für meinen konkreten Anwendungsfall ganz interessant ist, ist, hier geht es um Inkubationszeit. Und zwar hier sind nur ungefähr 20 Papers, die die verschiedenste Inkubationszeiten zeigen. Und die liegen alle so zwischen, naja, hier zum Beispiel 2 bis 12,7. Also hier ist es so, in diesem Paper hat man herausgefunden, dass 95% der Erkrankungen zwischen 2 bis 12,7 Tagen liegen und der Schnitt liegt so bei 6,9. Wenn man jetzt hier von diesen ganzen Papern den Durchschnitt nimmt, dann kommt man bei 5,6 raus. Also mit 6 Tagen durchschnittlicher Inkubationszeit hat man schon einen ganz guten Wert. Und was zum Beispiel auch interessant ist, ist, gibt es Unterschiede beim Thema Inkubationszeit nach Alter? Die Antwort ist ja. Und zwar bei Kindern ist es so, dass die Inkubationszeit höher ist. Also ein Kind steht hier, the median incubation period of both male and female adults were similar, 7 days. Also Männer und Frauen haben die gleiche Inkubationszeit, aber es ist deutlich kürzer als bei Kindern. Und zwar hier bei Kindern ist es nur, dauert es 9 Tage, was im Endeffekt auch nochmal, man könnte jetzt die These aufstellen, Kinder sind gefährlicher, weil sie deutlich länger ohne Symptome rumlaufen und dann Leute anstecken. Und das ist auch eine Vermutung, die man momentan hat. Und wie es aussieht, ist es auch so, dass man wirklich auch wissenschaftliche Evidenz dazu finden kann, dass das wirklich eine Herausforderung ist. Genau. Merkt euch mal die Zahl 5,6, weil die werden wir nachher nochmal brauchen. Was habe ich jetzt gemacht ist, ich habe mir den Datensatz von Everyone Counts, habe ich mir hier in das Notebook reingeladen. Das passiert alles hier oben. Und dann habe ich diesen Datensatz mit den Daten vom RKI zusammengemerged. Also jeder kann hier meine Daten einfach nachverfolgen und jeder kann das einfach kopieren und seine eigene Analyse machen. Und was hier auf jeden Fall dann ganz interessant ist, hier ist eine große Korrelationsmatrix und zwar die zeigt an, ob es bei den verschiedenen Variablen, die ich habe, einmal Bewegungsdaten in den Innenstädten, also zum Beispiel dieses High Street Score, das sind die Bewegungsdaten in den Innenstädten. Und dann gibt es die relative Wachstumsrate von Cases, das ist das hier oben. Und was mich interessiert hat, ist, ob es hier eine Korrelation gibt. Und wenn man jetzt hier irgendwo sucht, das müsste hier vorne irgendwo sein, High Street hier, glaube ich, relativ Cases, genau, dann sieht man hier sozusagen mit Todesfällen 0,31 und mit Relative Cost, genau, das müsste hier ungefähr sein, müsste es so 0,21 sein. Also im Generellen gibt es so ein klein bisschen eine Korrelation, aber wirklich kann man da noch nichts sagen. Und was ich mir dann angeguckt habe, wie sieht es mit Städten aus? Also wir gehen einfach davon aus, dass wir über Städte deutlich bessere und qualitativ hochwertigere Daten haben. Also wie sieht es mit Städten aus? Und hier unten habe ich jetzt mal die Korrelationsmatrizen. Also das hier ist eine Korrelationsmatrix, die gilt für Hamburg. Und hier sieht man, dass es hier eine deutlich höhere Korrelation gibt. Und zwar genau, hier ist der Relative Gross Cases und High Street Score. Und hier ist er 0,82. Also eine extrem hohe Korrelation zwischen Bewegungen in der Innenstadt und den Fällen 7 Tage später. Das ist auch eine interessante Entdeckung. Und zwar, was ich gemacht habe, ist, ich habe immer die Korrelation nach verschiedenen Tagen geprüft und geguckt, was die höchste Korrelation ist. Und die Antwort war 7. Also wenn ich 7 Tage gewartet habe und dann geguckt habe, ob das Wachstum mit den Daten korreliert, wie viele Menschen in der Innenstadt waren, dann hat sich herausgestellt, dass 7 Tage der beste Wert war. Das ist sicherlich eine interessantes Ergebnis, weil aktuell wird in den Medien immer gesagt, man muss mindestens 10 bis 14 Tage warten. Die Daten, die ich aktuell analysiert habe, die zeigen, es geht auch schon nach 7 Tagen. Also man sieht nach 7 Tagen Ergebnisse. Und was ich jetzt hier unten mal gemacht habe, ist, ich habe die High Street Score. Also die High Street Score ist ein Wert zwischen 0 und 1, der angibt, wie belebt die Innenstädte sind.
mit den relativen Wachstum der Anzahlen von Covid-19-Fällen geplottet. Und was man hier sieht, wenn ich wenig Bewegung in der Innenstadt habe, dann habe ich auch wenig Covid-19-Fälle eine Woche später. Wenn ich viel Bewegung in der Innenstadt habe, dann habe ich auch sehr viele Fälle später. Genau, hier habe ich einfach mal eine Korrelation zwischen Todesfällen und Summe von Fällen aufgeschrieben. Was man hier sehr schön sieht, je mehr Leute Covid-19 haben, desto mehr Leute sterben auch. Das ist recht logisch, aber hier ging es einfach nur nochmal darum, um das zu zeigen. Genau, das hier oben ist der Plot für Hamburg. Und hier unten haben wir nochmal einen Plot für München. Der Plot für München sieht auch sehr ähnlich aus. Wenn ich wenig Bewegung in der Innenstadt habe, dann habe ich 7 Tage später auch wenig Fälle. Wenn ich viel Bewegung in der Innenstadt habe, dann habe ich viele Fälle. Und was ich dann nochmal gemacht habe, ist, hier habe ich die verschiedenen Plots für alle Großstädte in Deutschland, die mehr als 250.000 Einwohner haben, mal geplottet. Also hier ist Hamburg, München, Köln. Köln sieht auch wieder ähnlich aus. Frankfurt am Main, Düsseldorf, Leipzig, Dortmund. Dortmund ist ein bisschen, also hier in Dortmund sind ein paar Dinge, die nicht so, hier sind ein paar Ausreißer. Kann ich nicht genau sagen, was es ist. Essen, Bremen, Dresden, Nürnberg, Duisburg und Bochum gibt es keine High-Street-Werte, deshalb konnten wir da auch nichts sehen. Wuppertal, Bielefeld. Bielefeld ist echt komisch. Also Bielefeld ist hier, ist Bielefeld, da keine Ahnung, was da los ist. Aber da müssen wir mal reingucken. Genau, dann Bonn, Münster, Augsburg, Wiesbaden. Wiesbaden ist recht gut. Also hier sieht man halt sehr gut, dass es hier eine sehr schöne Korrelation gibt. Mönchengladbach und das war's. Also was man momentan sagen kann, ist, dass die Aktivität in den Innenstädten ist ein sehr, sehr guter Prädiktor für die Fälle, die ich 7 Tage später dann an Covid-19 feststellen kann. Was ich jetzt auch nochmal machen wollte, ist, ich wollte das nochmal ein bisschen schöner visualisieren. Und ich habe jetzt wieder Kepler GL verwendet und habe in meinem GitHub-Repository einen neuen Link erstellt. Und zwar High Street Activity of Pedestrians in a City, as color, yellow many, red a few, Covid-19 cases grows 7 days later, circle sizes. Klicken wir nochmal drauf und laden das. Und zwar, was man jetzt demnächst sieht, hier sieht man eine Karte von Deutschland und die Bubbles, die entsprechenden Landkreisen, wo ich sowohl Covid-19-Fälle habe, wie auch Aktivität in den Innenstädten. Und wenn ich jetzt drüber hovere, die Farbe entspricht der Aktivität in der Innenstadt und die Größe entspricht den Fällen, wie die Fälle gewachsen sind, 7 Tage später. Also hier sehe ich zum Beispiel, ich habe hier, es ist sehr gelb, das heißt, ich habe viel Aktivität in der Innenstadt, 87%. Und zwar die Aktivität in der Innenstadt ist hier am 7.3., also am 7. März. Und dann 7 Tage später, und zwar am 14.3., hatte ich eine Steigerung von den Covid-19-Fällen um 150%. Und das kann ich hier häufig sehen. Also hier zum Beispiel in Limburg-Weilburg war es so, dass ich hatte eine Aktivität von 100%, also so wie sonst auch immer. Und die Covid-19-Fälle haben sich verdoppelt, also von 200%. Also was man hier halt sieht, ist, man sieht viel gelb und groß. Und gelb und groß bedeutet, dass ich eine hohe Aktivität habe in den Innenstädten und danach eine hohe Covid-19-Anzahl. Und was wir ja gerade gesehen haben, wir haben ja gesehen, es gibt eine Korrelation zwischen den beiden Variablen. Also was jetzt passieren müsste, wenn wir zeitlich gesehen die Aktivitäten einschränken. Wir müssten eigentlich nicht mehr viele gelbe große Punkte haben, sondern wir müssten kleine rote Punkte haben. Und jetzt laufen wir einfach, lassen wir mal die Simulation durchlaufen und gucken mal, was passiert. Also man sieht auf jeden Fall, dass sich die ganzen Sachen verändern. Und jetzt sehen wir langsam, okay, die Kreise werden kleiner, das heißt, die Aktivität wird eingeschränkt. Also wir sind aktuell hier am 12. März, 12., 13. März. Da war schon nicht mehr so viel los. Da kann man langsam sehen, ja, die Social Distancing-Maßnahmen bringen ein bisschen was. Und jetzt lassen wir es mal weiterlaufen. Ja, die Punkte werden immer kleiner. Das heißt, wir haben immer weniger Case Growth. Und die Punkte werden auch nach und nach ein bisschen dunkler. So. Und jetzt sieht man langsam halt wirklich den Effekt. Also man sieht, die Punkte werden kleiner und roter. Wie schon gesagt, rot steht, also die Farbe ist die High Street Score. Also das bedeutet, die Farbe gibt an, wie viel in den Innenstädten los war. Besonders rot bedeutet, es ist besonders wenig los. Und der Radius, also die Größe des Punktes, bedeutet, wie viel die Fälle gestiegen sind. Und wo wir hinwollen, wir wollen zeigen, dass wenn man keine soziale Interaktion hat, dass es dann auch wenig neue Fälle gibt. Und jetzt gehen wir mal noch mal ein paar Tage weiter. Wir sehen, die Punkte werden noch kleiner, werden noch roter. Und jetzt gehen wir mal auf den letzten Tag. So. Und jetzt sieht man hier halt wirklich, dass wir hier lauter viele kleine rote Punkte haben.
Also, geht besonders gut für die Städte. Und man sieht halt, leider können wir das nicht für jeden Landkreis machen, weil wir meistens nur für Großstädte diese High-Street-Werte haben. Aber wir können jetzt mal hier uns konkret einen rauspicken, und zwar nehmen wir mal hier Dresden. Also in Dresden ist es so, dass wir eine Interaktions von 20% hatten, und die Fallzahl, die ist um null gestiegen. Also es gab keine neuen Fälle in Dresden. 7 Tage später, dann hier haben wir Leipzig. Hier ist es auch genauso, auch wieder null. Gucken, ob ich hier. Möglicherweise ist es so, dass hier Daten fehlen. Ich gehe mal einen nachher nach vorne. Da, so, diesen hier. Also der ist jetzt realistischer. Wie es aussieht, ist es so, dass wir in dem anderen Fall schon zu weit in der Zukunft waren, und dementsprechend keine zwei Werte mehr hat. Aber jetzt müssten wir immer Werte haben. Genau, also hier zum Beispiel in Erlangen, es war so, wir hatten eine High-Street-Score von 12%. Und dann eine Woche später sind die Fälle noch um 3% gewachsen. Also normalerweise, wenn man gar nichts gegen Covid-19 macht, dann hat man eine Vergrößerung der Fälle jeden Tag um 30%. Das heißt also, dass wir hier sehr schön sehen, wir haben nur ein Zehntel der Innenstadtaktivität und wir haben auch nur ein Zehntel des Wachstums von Fällen. Hier haben wir jetzt Reutlingen. Reutlingen ist ein ähnliches Bild, wieder nur 11% Aktivität und wieder nur ein Case Grow von ungefähr 4%. So, hier in Frankfurt, die sind ein bisschen, da ist hier auf jeden Fall noch was los, also die halten sich nicht so zurück. Da haben wir wirklich immer noch 20%, 20% an Aktivität. Und wir haben von Case Grow, der geht eigentlich. Also der ist jetzt nicht so schlimm. Gucken, was haben wir hier. Also hier ist es zum Beispiel so, dass wir immer noch 10% Wachstum haben in der Region Saarbrücken. Wir haben 14% Aktivität in Innenstädten und wir haben 10% Case Grow. Also hier ist noch ein bisschen, müssen wir noch ein bisschen gucken, dass man die Zahlen noch runterbekommt. Aber bei den Datenwerten gibt es halt auch immer wieder ein paar Dinge, die einfach nur so laufen, wie sie laufen. Hier haben wir auch Hamburg. Also Hamburg hatten wir ja eh schon einzeln analysiert, dass Hamburg einfach auch sehr, sehr schön funktioniert. Also nur noch 14% Aktivität und fast überhaupt kein Wachstum mehr in den Fällen. Ich hoffe, dass das Ihnen ein bisschen hilft, und ich hoffe, dass ich demnächst wieder ein paar gute Nachrichten habe, und würde mich freuen, wenn ein paar Datenanalysten mit meinen Daten arbeiten und genauso viele neue Dinge finden, wie ich das tue. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.